iPhone nicht verfügbar. Wie kann ich das iPhone ohne Code entsperren? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Wenn du mehrmals den falschen Code eingibst, wird das iPhone nicht verfügbar anzeigen. Wie kann man das iPhone wiederherstellen? In diesem Video werden drei Methoden zum Entsperren des iPhone vorgestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal hier abonnieren. Methode 1 – iPhone-Sicherheitssperre. Du musst die Funktion Mein iPhone suchen auf deinem iPhone aktivieren. Und wenn dein iPhone iOS 15.2 oder höher ist, zeigt das iPhone nach 8-mal falscher Passworteingab iPhone ist nicht verfügbar an. Unten rechts auf dem Bildschirm findest du die Schaltfläche iPhone löschen. Gebe dein Apple-ID-Passwort ein. Das iPhone wird dann zurückgesetzt und entsperrt. Richte das iPhone neu ein. Die Sicherheitssperre des iPhones wurde entfernt. Methode 2 – iPhone entsperren mit iCloud. Gehe zu iCloud.com und melde dich mit der Apple ID an. Klicke dann auf Wo ist? Wähle das Gerät aus. Klicke auf iPhone löschen. Gib deine Apple ID und dein Passwort noch einmal ein. Das iPhone wird zurückgesetzt. Das iPhone kann jetzt ohne Code entsperrt werden. Methode 3 – iPhone entsperren ohne Code. Wenn du kein Apple ID-Passwort hast, kannst du es mit ForYuKey entfernen. Lade Tenorshare ForYuKey auf den Computer herunter. Schließe das iPhone mit dem Lightning-Kabel an deinen Computer an. Starten zu entsperren. Tippe auf Starten. Versetze dein iPhone in den Wiederherstellungsmodus. Lade die neueste Firmware herunter. Dann beginnt ForYuKey sofort mit dem Entfernen des Codes vom iPhone. Sobald Tenorshare ForYuKey das iPhone entsperrt hat, wird es wie ein neues aussehen. Du kannst also einen neuen Code, Face ID und Touch ID für das iPhone einrichten. Die Daten können von jedem früheren iTunes oder iCloud Backup wiederhergestellt werden.